Smarana, ihr Lieben. Na, habt ihr schön manifestiert, immer um 10 vor 8 jeden Abend? Ich denke schon, ich habe es auf jeden Fall auch gemacht. So wird sich alles ändern. Schaut mal mein Hintergrundvideo an. Ich stehe gerade mal auf, mein Stuhl noch weg. Das ist ja so ein schöner Regenbogen und den wollte ich euch heute eigentlich ja als Hintergrund für uns nehmen, denn so ein Regenbogen, der bringt ja auch ganz viel Schönheit, Hoffnung und ist eigentlich auch ein Zeichen vom Himmel, von dem Universum auch für uns. Schaut hin, wir sind für euch da. Und ich bringe das jetzt in Verbindung mit Mutter Maria, denn ich hatte so ein schönes Zusammensein jetzt erst mit Mutter Maria. Und deswegen möchte ich heute auch dieses Video ganz Mutter Maria widmen und ganz dieser tollen Energie von dem Regenbogen und in der Energie der Verbundenheit von allem, was ist, weil das ja das ist, was uns immer wieder stärkt und Hoffnung gibt und Kraft gibt, vor allen Dingen jetzt in der schwierigen Zeit. Und ja, ich möchte dich ganz besonders stärken und ich möchte jeden einzelnen von euch einfach auch helfen, über den Glauben an die Engel, über den Glauben an Gott, ja, seine tiefste, innerste Kraft wieder zu entdecken und dadurch den Weg jetzt im Alltag auf der Erde einfach geschützt zu gehen und sicher zu sein, im Vertrauen zu sein, dass alles, was im Leben geschieht, einen höheren Sinn hat. Wir wissen ja, oder viele von euch wissen auf jeden Fall, dass das, durch das wir gehen, dem Großen und Ganzen dient, nämlich dem Aufstieg der Erde. Mutter Maria ist ja von ihrer Energie her so liebevoll, so beschützend auch und so tragend, Hoffnung gebend, Vertrauen weckend. Also diese ganzen Energien fürsorgend in erster Linie. Diese ganzen Energien, die möchte sie uns nachher schenken, um uns zu unterstützen. Und das ist doch ein riesengroßes Geschenk, ja, oder, und auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die heilenden Energien von Mutter Maria zu empfangen. Und ich bin echt gespannt, was sie jetzt sagen wird. Was ich genau weiß, dass über den Regenbogen hier im Hintergrund, die Hand gar nicht so verbiegen kann, über diese Energie von dem Regenbogen, da wird sie uns Energien senden nochmal. Sie wird es auch als Kanal nutzen. Und was sie mir schon vorher gesagt hat, es wird so sein, dass wenn wir in Zukunft einen Regenbogen sehen und an sie denken, dann wird sie in jedem Moment, wenn wir daran denken, wieder diese Energie senden, die sie uns heute sendet. Also sie wird uns trösten und auffangen. Und das ist so schön. Also man muss jetzt nicht katholisch oder evangelisch oder irgendwas sein, um diese Energien von Mutter Maria zu empfangen, sondern man kann das auch ganz neutral in der Spiritualität tun, einfach in den Glauben daran, dass Mutter Maria da ist und uns unterstützt. Und da freue ich mich natürlich sehr drauf, weil es auch mein Bestreben ist, dich in jeder Lebensphase zu unterstützen und aufzufangen. Völlig egal, was draußen passiert im Kollektiv. Es ist wichtig, dass wir immer wieder in unsere Mitte finden. Und es ist wichtig, dass wir aus unserer Mitte heraus dann den Weg, den schweren Weg oder den leichten Weg oder überhaupt den Weg gehen können. Und sobald ein Mensch in seiner Mitte ist, ist er kraftvoll und stark. Und genau das ist wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und dann kannst du auch, wenn du in deiner Mitte bist, die Entscheidungen treffen, die für dich
richtig sind. Das fühlst du viel mehr, als wenn du konfus bist und durcheinander bist. Das ist ja klar. Und das wird alles uns Mutter Maria heute schenken. Ich verbinde mich schon mal ein bisschen. Ja, ich soll ein Auraspray nehmen. Die Ursprungsenergie zuerst. Okay. Und Jesus-Energie auch. Ist ja irgendwie klar. Mutter Maria und Jesus. Ja, und jetzt stimme ich mich langsam ein. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Kraft und dass dich die Energien, die dich erreichen, dass die dich aufbauen mögen und ganz viel Heilung fließen darf. Mutter Maria ist ja auch dafür da, das Zwischenmenschliche zu unterstützen, also die Liebe in dem Zwischenmenschlichen hervorzuholen, zu stärken und auszudehnen. Ich bin schon halb im Channeling jetzt drin. Mutter Maria sagt, dass sie das Zwischenmenschliche auf eine Ebene der Liebe gerne anheben möchte, so dass du den anderen gut verstehst und der andere dich aber auch gut verstehst, so dass das Zwischenmenschliche einfach viel mehr, viel klarer und viel schöner wird, dass keine Missverständnisse auftauchen und dass auch diese angestrebte Trennung, dass die gar nicht stattfinden kann, wenn wir uns ja alle gut verstehen, wenn jeder die Lage vom anderen einfach versteht und anerkennt und dann gibt es diese Spaltung nicht. Das ist ganz wichtig von Mutter Maria. Sie nickt jetzt gerade und lächelt. Ihr Lieben, jetzt verbinde ich mich noch mehr und ich bitte dich, Mutter Maria, dass ich deine Worte und deine Energien channeln darf für alle, die heute hier sind. Und der Raum füllt sich so sehr mit Energie. Und ich werde jetzt auch anfangen, einströmt die Fürsorge und die vollkommene Liebe aus den Wirklichkeitsfeldern von Smarana. Mutter Maria begrüßt dich voller Liebe und Achtsamkeit. Lieber Mensch, es ist mir persönlich eine große Freude, heute durch Nirjana zu dir zu sprechen. Als ich selbst als Mensch auf der Erde war, habe ich sehr viele Erfahrungen machen dürfen. Und auch ich habe eine schwere Zeit durchlebt. Aus diesem Grunde spreche ich heute zu dir. Alles, was geschieht im Außen, kann dich nur beeinflussen, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Sobald du dich in deiner Seele und in deinem Herzen ausdehnst, wirst du in deiner Mitte sein.
und du darfst mich immer rufen, denn ich unterstütze dich sehr gerne. Allein durch die Wahrnehmung deiner inneren Mitte baut sich um deine Seele herum ein Schutz auf. Es ist der Schutz der Liebe. Und je tiefer du selbst in dieser Liebe hineinkommst, je tiefer du in dieser Liebe bist, umso selbstsicherer und erhabener wirst du gegenüber anderen Energien sein, die dich vielleicht schwach machen könnten. Mutter Maria sendet dir in diesem Moment ihre Fürsorge. Es ist die Fürsorge, welche dich erreichen wird, wenn du an etwas denkst, was dir wichtig ist. Es ist auch die Achtsamkeit, welche dich in deinem Herzen erreichen wird, welche dich in deinem Herzen erreichen wird, wenn es wichtig für dich ist. Denn sobald du im Gespräch mit einem Menschen bist und seine Energie spürst, geschieht mit deiner Seele und mit deiner Aura etwas. Und wenn du in diesem Moment in deiner Achtsamkeit bist, werden sich dein Herz und das Herz des anderen öffnen. Und auf dieser Ebene könnt ihr kommunizieren. Es ist die Herzensebene, welche du dann wahrnimmst. Und es ist die Herzensebene, von welcher aus du sprichst. Dies soll, wenn du es möchtest, deine Basis sein. Denn so breitet sich Liebe und Frieden überall dort aus, wo du bist. Und die Menschen, sie werden dies spüren. Sie werden sich von dir angezogen fühlen und das Licht der Liebe in deinen Augen erblicken. Natürlich darfst du mich immer rufen. Du darfst auch alle lichten Wesen rufen, damit sie die Energien der Liebe um dich herum ausbreiten. Das sollst du wissen, dass die geistigen Wesen alle immer sehr gerne für dich da sind. Und allein dieses Gefühl zu wissen, nicht allein zu sein, dieses Gefühl wird dir eine ganz große Stärke geben und es dir leichter machen, durch das Leben zu gehen. Du bist selbst die Liebe. Du bist selbst das Licht. Dies solltest du dir immer wieder vor Augen führen. Und deine Seele, welche reines Licht und reine Liebe ist, vibriert allein bei diesen Gedanken voller Glückseligkeit. Und über dieses Vibrieren sind wir zusammen verbunden. Über dieses Vibrieren deiner Seele bist du mit allen lichten Wesen und selbst mit Gott verbunden. Gott Vater schaut auf dich herab und er sieht dich an, er sieht in deine Augen und er erkennt das Strahlen, welches du jetzt in diesen Momenten trägst. Es ist das Strahlen der reinsten Liebe und des
großen, größten, allergrößten Vertrauens. Und so, geliebtes Menschenkind, darf ich dir ganz freundlich und liebevoll zunicken, denn das, was ich dir schenken wollte, hast du erhalten. Gott Vater hat das Strahlen deiner Seele wahrgenommen. Und so wirst du gesegnet, gesegnet von den Tropfen der vollkommenen Liebe aus Gottes Gedankenfeld. Die Geschenke werden dir überreicht, voller Demut, voller Achtsamkeit zu deinem allergrößten Wohle. Und so verabschiedet sich Mutter Maria wieder von dir. Ich bin, sobald du mich rufst, bei dir. Und jetzt ziehe ich mich sanft wieder zurück. Liebe Mutter Maria, ich danke dir sehr, dass ich deine Energie channeln durfte und somit sich diese Energie nun auf der Erde verbreitet. Und ich danke dir so sehr, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und dieses Licht jetzt in dir leuchten darf. Ach, ich bin so für mich so tief erfüllt, das klappt ja gar nicht, wie diese sanfte Energie von Mutter Maria ja mich berührt hat. Und ich hoffe mir sehr, dass sie auch dich berührt und du ganz, ganz, ganz viel mitnimmst von diesen wundervollen Worten, von diesen wunderschönen Energien. Und vergiss nie, das zwischenmenschliche Verständnis, das können wir selbst steuern. Lass dich nicht von anderen Energien irgendwie aufhetzen oder beeinflussen, sondern trage die Liebe in deinem Herzen, denn das ist alles, was zählt. Schön, dass du heute dabei warst. Ein Küsschen. Noch ganz viele Küsschen auch. Auf dem spirituellen Treffen war das so schön. Da sah ich, wie ihr mir die Küsschen alle zurückgegeben habt. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Das war so schön. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und eine wundervolle Zeit. Kommt auch auf meinen Smarana-Kanal auf Telegram, denn dort gibt es auch so wundervolle, schöne Energien, die alle zu der lichtvollen Zeit passen. Ja, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.